Ja, wir möchten heute eine kurze Spielanalyse machen zu einigen Situationen aus der letzten Hallenkreismeisterschaft. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Wir starten gleich mit einem ersten Spiel, JTV gegen Niedersohn. Wir haben hier folgende Situation. Im 6-Meter-Kreis hat Jakob hier den Ball, schirmt den auch schön mit dem Körper ab und er wird hier von einem Spieler aus Niedersohn attackiert. Gleichzeitig hier ein Spieler, der den linken Verteidiger, linken Außenspieler ebenfalls zumacht und gleichzeitig auch das Zentrum hier dicht macht. Der Spieler hier im Zentrum wird versuchen, hier nach links zu schieben und Yannick eben entsprechend zu attackieren. Und Yannick ist hier noch auf dem Weg, um sich Jakob hier anzubieten. Welche Möglichkeit einer sinnvollen Ergänzungsspielerweiterung wäre hier gegeben? In dem Fall glauben wir, dass Jakob sinnvollerweise, wie er das auch macht, hier noch ein Stück weiter rausgeht. Dann sollte er eindrehen und den Ball auf Lars zurückspielen. Und Lars kann dann mit einem öffnenden Pass schnell hier auf Linus das Spiel wieder eröffnen. Also je nachdem, klar, wenn hier der Spieler beischiebt, dann ist hier schnell die Möglichkeit einer Anspielstation durchs Zentrum, weil sich Linus hier eben schon entsprechend Platz geschafft hat. Und Simon muss natürlich hier in dem Moment auf Außen sich auch hier außen anbieten, so dass der Spieler hier nicht das Zentrum gänzlich zumacht, um diesen Pass hier zu verhindern. Das heißt, wenn er das dann tut, dann gibt es eben die Möglichkeit auch für Lars, wenn er den Rückpass aufnimmt, auch nach außen zu spielen. Also, diese zwei Optionen wären gegeben. Das heißt, hier die beiden sind jetzt ganz wichtig, dass sie entsprechend der Spielsituation gut mitspielen. Wir beobachten jetzt erstmal, wie es weitergeht. Also Jakob entscheidet sich eben in dem Moment nicht für die Rückgabe zum Torwart, sondern möchte hier Yannick anspielen. Das führt eben dazu, dass, weil der Spieler hier gut zumacht, die Situation ja gelaufen ist. Insofern wäre es eben hier wirklich eine gute Alternative gewesen, den Ball zurückzuspielen und das Zentrum ist offen und Linus kann in den Raum starten und hier, wenn dann die beiden außen mitgehen, können wir hier im 3 gegen 1, 3 gegen 2 gegen den noch hier hinten wartenden Spieler einen Angriff starten und möglicherweise mit einem Tor abschließen. Gucken wir uns das nochmal an. Hier versucht der Heber, der zwar schön gedacht ist, aber der Verteidiger spielt eben schön mit.